Wunderschönen guten Tag, willkommen zu der neuen Folge Town of Salem Ranked. Neue Woche, neues Glück. Ich habe seit über einer Woche kein Ranked gespielt. Wir starten als Survivor. Jo, gibt Schlimmeres, nicht wahr? Name ist Arthur Spooner und deswegen kann ich auch meinen letzten Willen anpassen mit See You in Hell. Wer Arthur Spooner nicht kennt, hat einfach was verpasst. Wir sind hier als... Wo sind wir denn? Ach, ist ja... Ich dachte schon... Oh, guck mal, mein Skin. Nee, ist ja nicht meiner. Anderer Account. Das darf man nicht vergessen. Arthur Spooner, The Survivor. Natürlich das übliche. Won't reveal. Because everybody hates... Survivors. Das müssen wir festhalten. Genauso wie alles Noobs außer Mutti. Und Toni stinkt. Sehr gut. Haben wir das schon mal geregelt? Sieh ein Herr. Erste Nacht mache ich hier mal keine Weste, weil ich glaube, als Nummer 1 sind wir inzwischen sicherer. Wenn nicht, dann ist doof. Ja, dann ist es doof gelaufen. Wir werden einfach mal drauf bauen, dass wir hier nicht getötet werden. Ich hoffe, ihr hattet gutes Wochenende. Ist jetzt... Anfang Mai, glaube ich, bei euch. Müsste der 2. Mai sein, wenn ich das alles richtig im Kopf habe mit den planungstechnischen Dingen. Muss jetzt ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil ab Donnerstag bin ich weg über das lange Wochenende. Richtig schön. Und aus dem Grund hier frühzeitig aufnehmen. Wollen wir mal schauen, ob das ein gutes Zeichen ist. Der Veteran ist tot. Starb durch den SK, okay. Das heißt, Neutral Killing ist damit relativ safe erstmal. Da könnte ich mich sogar jetzt als Survivor outen, weil da bin ich eigentlich relativ cool, aber wenn es einen Transporter gibt, wird er mich dauernd als Schutzschild verwenden. Das will ich auch nicht. Deswegen halten wir uns erstmal zurück. Und solange keiner kontrolliert wird, sind wir, sobald wir untersucht werden, eh quasi proven Survivor. Jailer tot? Wow. Fuck your long ass name. Das ist geil. Jailer down und Veteran down, zwei wichtige Rollen, was die Town angeht. Das heißt, ich werde mich sehr wahrscheinlich eher den Bösewichten zu neigen müssen. Aber wir werden mal schauen, was da so kommt. Red Baited got a bite and did not alert Rip Red. Hat er das gemacht? Hat er da... Ja, stimmt, das ist schon ein Red Bait. Ah, Brilla claimt gerade Executioner. Okay. Damit kann ich übrigens leben. Das heißt, der Executioner ist das Neutral Evil. Könnten wir jetzt direkt aggressiv Survivor spielen? Will ich aber nicht machen. No. Jailer was killed by Mafia. Müssen wir ja mal festhalten. Jinx wird gewählt. Warum? Warum jetzt Jinx? Okay, wählen die Jinx hoch. Bodyguard. Ja, geiler Claim. Hast dich damit geoutet. Ach, bäh. We were people up for their votes. Jawohl, wieder so ein... Jawohl. Die fangen jetzt einfach bei Jinx an. Interessante Geschichte. Warum haben sie nicht bei ihm angefangen? Es war Bäh. Ist Bäh in irgendeiner Weise confirmed irgendwas? Nö. Ich will natürlich innocent, weil er Bodyguard claimt. Counterclaims, selbst wenn. Ja, macht keinen Sinn. Oh, habe ich jetzt nochmal abstained? Nö, habe ich nicht. Alles cool. Ich dachte schon. Seven is Exa after me. Ja, warte mal, hier, was ist mit Bäh? Was ist mit Bäh? Bäh claimt nichts, deswegen soll er mal hochgewählt werden. Slow voted for free, natürlich, jetzt wird er einfach mal hochgewählt. Muss ein Slow vote sein, muss böse sein, hundertprozentig. War das nicht der Gejailte? Nee, das war anleitend. Ist unwahrscheinlich mit zwei Escorts, aber möglich. Von daher kann sein.
Ich will einfach mal sagen, I don't care. Ah, das würde ich nicht sagen. Wenn ich I don't care sage, Ding, ist das ein bisschen unschön. Why is voting up people? Is he confirmed? Ich habe nichts dergleichen gelesen. Habe ich hier nicht aufgepasst? Nee. Er wählt einfach irgendwelche Leute hoch. Nichts gemacht, der Typ. Ah, er ist bei. Ah. Yes. Now you are. That's true. Alles klar, er ist confirmed spy. Das ist spannend. Sehr, sehr spannend. Also, Bear ist spy. Er wird sicherlich jetzt eher in Ruhe gelassen, weil wir einen Veteran-Claim hatten. In der ersten Nacht. Am ersten Tag gerade. Oder zweiten Tag. Wir werden jetzt in der zweiten Nacht eine West nutzen, weil dadurch, dass er als mögliches Target rausfällt, der Bodyguard könnte eins werden, aber da nur ein Town Investigator bisher offensichtlich ist, mit dem ich das bei, kann es gut sein, dass sie vielleicht auch vor dem Bodyguard erstmal Halt machen, weil ein Lookout da sein könnte, so dass ich hier vielleicht mal eher meine Weste nutzen sollte. Wir haben mit Briller ja einen eher confirmed Executioner aktuell. Es hat keiner irgendwie gecounterclaimed, aber warum sollte er es auch machen als Evil? Drei Tote, das heißt, der Bodyguard hat einen erwischt. Wir werden jetzt den Bär einfach mal anwispern. I'm Survivor, so I can work with you guys. Ah, no one, but I'm gonna die to SK anyway. Ja, starb durch den SK. Hat aber niemanden gewoblockt, das heißt keine Information. Hat der Bodyguard hier jetzt auch ihn erwischt, genau. Lissa Dragomir hat Bodyguard-mäßig seinen Job erfüllt oder ihren, aber wer hat denn nochmal Bodyguard geclaimt? Das war doch Jinx, oder? Jetzt ist die Frage, ist Jinx wirklich Bodyguard? Könnte sein. War die Mafia echt so blöd und ist auf einen Spy gegangen, der geproved wurde? Möglich. Wow, und hätte Retri geclaimt. Interessant. Good job, Lissa. You are a hero. Jinx claimt natürlich jetzt erstmal Random Town. Muss er ja machen. Ifna wird hochgewählt. Oder, ne, sieht nach Ifna aus. Spy sagt gar nichts. Spy State voted 12, hat's doch gemacht. Nee, oder nicht? You Watch soll Spy oder Blackmailer sein. Interessant. Zieht jetzt gerade. Wird gerade ein bisschen kalt hier, krass, ey. 12 soll Spy oder Blackmailer sein, wird aber jetzt gar nicht gewählt, sondern 13 wird gewählt. Bae voted against Ding. Voted against ihn hier. Machen wir auch. Weil die 12 erscheint geblackmailt zu sein. Jetzt haben wir also noch zwei Mafias gegen uns, beziehungsweise noch einer, weil er jetzt draufgehen wird. Das heißt, wir haben einen Jester mit Brilla im Normalfall. Der wird nicht attackiert vom SK. Oder der Mafia, wenn sie mitdenken, weil sie könnten ihn ja brauchen. Wir haben ihn hier als Spy. Wir hätten dann einen Investigator, nämlich den Chiroe. Chiroe, hier wäre Invest. Er claimt Bodyguard, Random Town ist möglich. Wir haben noch einen Support übrig, okay. Bria ist natürlich Jester, abstained. Ich weiß nicht, ob er irgendeinen Hinweis hatte, dass er halt wirklich Ding ist. Hier war es ja der Invest, der ihn rausgehauen hat quasi. Jinx soll SK sein, wenn Zuri wirklich Investigator ist.
Blackmailer. Nice one. Jetzt dürfte es im Normalfall keinen Bodyguard mehr geben. Eventuell. Wir gehen wieder auf eine Weste, weil ich habe eh noch zwei danach übrig. Damit kann ich also leben. Das könnte ein relativ guter Wochenstart hier werden. Wenn sie nämlich jetzt, wenn es einen echten Bodyguard gäbe mit Jinx, würde ich wetten, dass er jetzt den Spy protected oder den Invest. Eher Invest sogar. Weil der Spy kann nicht mehr viel rauskriegen mit nur einem Godfather. Bisher gab es, glaube ich, jede Nacht sowohl Mafia-Attacke als auch SK-Attacke, oder? SK-Kill, Mafia hat versucht. Immer noch safe. Krass. Happy Stripper ist tot. Jetzt scheint einer von den beiden jemand Immunes erwischt zu haben. Er wurde nämlich nicht brutal gekillt. Der Mafioso hat nicht töten wollen, okay? Jetzt könnte der Spy wissen, was Sache ist. Oh, Lookout. Lookout. Damit kann der andere nicht Investigator, kann nicht mehr Bodyguard sein. Das ist korrekt. Jinx ist SK.14 ist Invest. Er ist confirmed Invest, er hat den Blackmailer gefunden. Von daher muss er der SK sein. Jetzt wollen sie Prila wählen. Der ist doch Chester wahrscheinlich. Wieso jetzt die 7? Okay. 7 ist SK. Alles klar. Ja, wählt den SK. Bitteschön. Was ist dann das Nutrit Evil? Laut ihm hier ist übrigens die 13 mehr Godfather oder Vampire Hunter. Invest Sad. 13 ist Godfather. Slash 2. He's Jester, I guess. According to Invest, 13 is Godfather. So, abstain. Oh, abstin. Abstin! Musste hier. Abstin! Oh, Idioten-Invest! Wow, ist der dumm! Wir versuchen es nochmal. Der Invest hätte nur mitdenken müssen. Einfach nur abstehen, alles cool. Was ist da los? Ich weiß nicht, warum der hier Inno gewotet hat. Der ist ganz klar Jester. Ach, das ist doch. Jetzt hat er einen rausposaunt. Ich meine, mir ist es egal. Wir haben hier einen SK confirmed, wir haben den Godfather confirmed. Selbst wenn die beide jetzt töten, ich werde meine Weste nutzen. Bin ich safe. Der Godfather hat schuldig gewählt. Und der Spy wählt schuldig. Was ist da los? Wahrscheinlich wispern die jetzt hier, dass er das machen soll. Das war klar. Der Jinx sagt, bitte get bae. Ich hätte hier als Bär auch nicht schuldig gewählt. Ich hätte auch als Ding nicht innocent gewotet. Warum? Der hat sich am ersten Tag als Executioner geoutet. Und war dementsprechend für mich jetzt schon lange confirmed Jester. Was ist da los? Ich nehme natürlich wieder eine Weste. Ganz klar. Denn, oh, Night 4. Halt mich hier mal fest. Ich meine, der Survivor Claim war klar, dass er Jester ist. Warum sollte er sonst Survivor claimen? Wenn jetzt alles gut läuft. Für mich killt der Jester den Spy, der SK attackiert den Invest, der Godfather attackiert den
den anderen, den Free Chili, was ist denn Free Chili eigentlich, mit die Town-Support-Rolle sein. Und ich werde hier ganz cool jetzt überleben und stehe mit beiden da. Weil ich wurde nicht attackiert. Mir ist es völlig egal, wer von beiden stirbt. Godfather Down. Tja, es gewinnt die Town. Wobei, ich könnte noch dem SK helfen. Will ich das? Nee, ich helfe der Town. Geht schneller. Wir müssen das nicht künstlich hier in die Länge ziehen, indem wir jetzt nichts machen und er den killt. Da habe ich keine Lust drauf. Was war denn er hier? Der Free Chili? Medium. Naja, okay. Konnte nicht viel reißen, weil keine investigative Rolle irgendwas sagen konnte. Er ja auch nicht. Ja. Ja, ich hätte auch nicht dieses Risiko genommen. Was ist da los, ey? Ja, ich stimme hier Bert zu. Ich hätte niemals Inno gewotet. Ja, der Bär war okay. Wir machen's Schluss. Naja, ihr habt mir nicht wirklich geholfen. Ich war ja die ganze Zeit confirmed gut. Aber wir machen hier schnell und ich habe keinen Bock. Ich habe keine Lust hier lang rumzutouren. Das Ding wird beendet und gut ist. Wir starten mit einem Sieg. Ja, MVP Survivor. Brauchst dich nicht einschleimen. Ihr brauchtet mich theoretisch gar nicht. The absolute worst. The absolute worst. Ich bin das Schlimmste, was passieren kann. Jetzt sollst du sterben, SK. Jetzt sollst du sterben. Wären hier zwei Townies draufgegangen, sprich hätte der Godfather noch einen gekillt, was er ja offensichtlich nicht getan hat, hätte ich dem SK geholfen. Weil dann wollte ich nicht dieses letzte Stündchen in der Lage sein. Was? Wow, wie krass. Der Godfather ist zweimal auf dem SK gegangen, der confirmed wurde durch den Invest. Was der Invest da labert von wegen Gamefrowing ist halt Schwachsinn. Ja, warum sollte man das hier machen? Es war klar, dass er halt Schwachsinn macht, aber egal. Ich muss niemanden gewinnen lassen, Pokermensch. Ich habe mich dafür entschieden, das so zu machen. Von daher hoffe ich, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei. Hier nochmal alle Rollen, die vorhanden waren, wobei sie offensichtlich waren inzwischen. Wenn ihr Runden für den Kopf des Zuschauers habt, bitte aufnehmen mit OBS oder Afterburner, kostenlose Programme. Beim letzteren gibt es häufig Probleme, zumindest bei mir persönlich. Oder mit DxTory Fraps oder XSplit, sowie deren Demo-Versionen. Aufnehmen, mir zukommen lassen über Dropbox etc. pp. kennt man schon. Bis morgen. Tschüss.